Moin Moin und herzlich willkommen zu Minecraft Endergames mit dem Pain. Guten Tag. Und mir, dem Mi-Steve. In einer neuen Ausgabe der Challenge Time Serie. Way! Komm, ich stelle die Challenge als erstes, denn ihr seht, Pain hat wahrscheinlich die Facecam an. Und, ich soll irgendeinen Schall haben. Genau, genau. Und zwar ist das die Challenge: Spiele eine komplette Folge wie ein Pirat. Ob du dein rechtes oder dein linkes Auge zuhältst oder verbindest, abdeckst, bleibt dir überlassen. Nach jedem Kill musst du singen. Der Text, den du singen musst, ist: Der Rum ist das Blut der Piraten. Oder des Piraten. Das ist aus irgendeinem Seefahrtsschulenlied, soweit ich weiß. Der Rum ist das Blut der Piraten. Ja, genau. Wenn ich jemanden kille. Ja, wenn du jemanden killst. Jedes Mal, wenn du jemanden killst. Und du musst das singen. Warte. Nicht okay. Sich sagen, sondern singen. Meine Challenge ist von Ender HD. Challenge: Mi-Steve darf nur ein Slot seiner Taskleiste, also seiner Hotbar, benutzen. Das heißt, du darfst nur jemanden töten, wenn du nur ein Item drin ist. Ach so, okay. Also ich muss vorher alle Items wegwerfen. Bevor ja, ich darf halt nur Slot 1 benutzen. Also, ja, welchen Slot du nimmst, ist egal. Also muss der Kompass auch raus? Du kannst ihn auch im Inventar haben. Im Inventar, ne? Ja, ja, okay. Also du kannst alles im Inventar haben. Darfst nur nicht in alles im nur Slot nicht in der Taskleiste. Ja, ja. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Sonst darfst du keinen killen. So. Ah, es ist interessant. Es ist definitiv interessant. Ich werde auf jeden Fall schon mal vorher alles wegpacken. Ich lasse den Kompass jetzt noch, um zu gucken. Ich sehe bestimmt behindert aus, bis zum Abwinken. Den habe ich die Diamanten daraus Alter, geklaut. Mein Aim ist dadurch richtig irgendwie kaputt. Ich weiß nicht, was das ist. Krass. Weil ich wodurch? Durch das Abdecken des Auges ist mein Aim richtig eingeschränkt. Kann gut angehen. Oh, es leckt. Das warte. Ist halt, ich mache mal einen Screenshot. Halt so. Weil du halt gewohnt bist, mit beiden Augen zu spielen. Ja, was ja. Was ist halt das? Rum ist das Blut der Piraten. Okay. Das ist aus irgendeinem Seefahrtsschulenlied, habe ich so gehört. Weiß nicht, ob die Seefahrtsschüler unter uns sind oder ein Zuschauer. Und dann, wenn, ja, dann bestätige das mal. Meine Güte, ich sehe so behindert aus. Ist auf das jeden geht Fall gar nicht klar. Ich freue mich schon so richtig drauf, ey. Ich freue mich wirklich schon so richtig drauf. Ich muss jetzt erstmal das wegschmeißen, das wegschmeißen. Das Coole ist, unser Abi-Motto ist Piraten. Also passt das schon so ein bisschen, ne? Ja, irgendwie schon, ne? Wollen uns da extra so Holzbeine und so alles für besorgen. Oh, krass, ey. Das heißt, ich muss auch jedes Mal das Essen darauf. Wir wollen in der Schule campen. Und alles. In der Schule campen? Wie geil ist das ja, denn? Ja. Wollte ich auch immer machen. Wir haben das schon mal gemacht in der Schule gecampt. Das ist nur nicht ganz so gut ausgegangen. Für alle Beteiligten. Okay, ja, ist Hausfriedensbruch, ne? Naja, es war ja angemeldet. Oh Gott, ich muss jedes Mal. Wie gut ist der Equipped? Ich hoffe nicht gut. Das war ja angemeldet alles bei der Schulleitung. Muss ich das vorher oder nachher sagen? Wenn ich ihm kill? Nach jedem Kill. Okay. Nach jedem Kill. Dann ist gut. Damit du halt nicht so hektisch hast und das vorher alles noch machen musst. Oh, ich wurde getauscht. Ich auch. Ich wurde mit dir getauscht. Oh, interessant. Scheiße. Den habe ich gekillt? Ja, keine Angst. Ich habe das Equipped nicht. Hi, ich bin hinter dir. Also ich habe. Hi. Brauchst du ein Schwert? Hier hast du ein Eisenschwert. Nee, ich habe alles. Okay. Oh Gott. Hast du noch irgendwie Hose oder so? Nee, leider nicht. Ist Team eigentlich illegal in Ender Games? Da hast du Leder, da kannst du eine Hose machen. Oh, danke. Ich leck ein bisschen, ne? Team ist erlaubt in Ender Games. Okay. Nö, alles in Ordnung, du leckst nicht. Also zumindest nicht im Teamspeak. Vielleicht in-game ein bisschen, aber es liegt meistens auch am Server. Immer dieser Kack-Server. Es kommt immer auf deinen Ping an, ne? Und das ist dann, sobald du halt eine schlechte Internetleitung hast, dann haut er dich automatisch schlechter rein. Hatte ich mich auch. Ich habe über WLAN von Nachbarn gemacht, im Internet rumgehangen, weil meins nicht so wirklich. Das wussten die nicht. Nein, ich hoffe, die gucken jetzt hier nicht zu. Aber wenn ich jemanden töte, darf ich nur ein Dings drin haben. Das heißt, ich dürfte rein theoretisch vorher das Essen darfst du drin. In der Leiste haben. Hat er jetzt nicht gesagt, aber wenn du halt Stuff aufsammelst, dann hast du es instant in der Leiste und das ist dann halt Kacke. Okay, weil es ist halt auch immer so, wenn ich halt jedes Mal das Essen raus und reinpacken muss, das ist eher nervig als irgendwie was mit Skill oder verändert. Okay, aus der Richtung kommt der. Boah, ich finde null Stuff, ne? So. Essen, wo habe ich mein Essen? Da. Boah, es ist interessant. Es ist aber auch, ist auch gar nicht so leicht, weil man halt nicht mehr pingen kann. Weil ich wechsle halt immer raus, ne? Weil das halt, Ping ist ja ein Vorteil.
Ich werde es einfach so machen, in der nächsten Runde nehme ich das andere Auge. So. Nice. Oh, Redstone, geil. Lass mal ein Redstone-Kistenhaus bauen. Gibt es einen Effekt, den der Jäger macht, dass man langsamer zuschlägt? Nein. Ich habe mich gerade ziemlich langsam zugeschlagen. Also so richtig verlangsamt. Jäger? Jäger. Als wenn ich hier diesen Effekt von diesen Wassermännern hätte. Ach so, ja, seit 1.8 gibt. Ich weiß aber nicht, ob das da beim Jägerkit mit bei ist. Oh, das ist ein Ungeheuer. Weil das hat mich gerade irgendwie gewundert. Aber okay, es ist, ja. Der war legit. Der hat auf jeden Fall legal gespielt. Oh, das ist ein Skorpion wieder. Nein! Oh, das hat's natürlich gebracht. Es gibt übrigens ziemlich viele, die gerade mit Skorpionen spielen. Warum eigentlich? Mir ist aufgefallen. Ich glaube, weil Simon da irgendwas dazu gesagt hat, umgespielt. Okay. Und seitdem, ja, der macht ja jetzt wieder seine Endergames-Serie und voll so. Voll von uns und der geklaut. Hat dazu gesagt und ja, genau. Hat er von uns geklaut, definitiv. Ja, Pain. Du bist nicht tot. Okay, das sah gerade so aus, als wenn du das gewesen wärst. Ha, hi, Pain, da bist du ja. Was? Ich check nichts mehr. Ah, super. Dann habe ich es ja geschafft, dich zu verwirren. Du bist übrigens auf den Top 4. Was? Hast du eigentlich jemanden getötet? Nö. Achso, okay. Deswegen habe ich den Spruch noch nicht aufgesagt. Weil ich war gerade verwundert. Ich so, warte mal, ich habe den noch gar nicht gehört. Erstmal nachfragen. Hat er schon jemanden gekillt? So? Übrigens, wenn ihr, liebe Zuschauer, ihr braucht euch nicht wundern, wir sind gerade ein bisschen unter Zeitdruck, weil ich gerne noch streamen möchte. Für euch ist das... Teleporter ist das geilste Kit, was es gibt. Können wir dem nichts anderes sagen. Ja, weil du kein Damage kriegst direkt danach. Ja. Ja, also wir sind gerade ein bisschen unter Zeitdruck, denn wir haben... Wie spät du bist unter Zeitdruck. 20:10 Uhr. Ja, ich bin heute unter Zeitdruck, weil ich eigentlich mal spontan gesagt habe... Ich habe gestern schon gesagt, ich will nochmal streamen, weil wir gerade Dying Light angefangen haben. Ich sehe einen Scheißdreck. Ich sehe echt gar nichts fast. Ich weiß nicht, was das ist. Boah. Er gibt dir. Oh! Jetzt muss er sich heilen. Der hat sich geheilt. Oh, das tut weh. Lol. Nö, nicht mit mir, sorry. Jetzt wartest du erstmal, bis du getauscht wirst. Was schlau ist. Oh. Er springt. Er schießt mit dem Pfeil. Oh. Er hat dich getroffen. Alter. Aimbot. Definitiv. Vor allen Dingen, weil der Aimbot bei Hex, ja, der ist scheiße. Obwohl er bringt schon was. Also, wenn du auf nahe Distanz schießt, dann bringt er schon was. Oh, hier ist Stuff. Geil. Aber sonst bringt es halt nicht viel. Okay. Ihr wurde getauscht, nehme ich an. Ich habe aber nichts, womit ich dienen kann. Aber du hast ja Teleporter-Kit. Ja, aber. Das heißt, du könntest. Die Zeit ist schon vorbei. Echt? Ja. So schnell? Ja. 10 Sekunden gehen schneller vorbei, als man denkt. Aber das Teleporter-Kit ist trotzdem OP, Alter. Ja. Kann man sagen, was man möchte. 10 Sekunden sind halt schon entscheidend. So. Ich mach mal eben was. In den 10 Sekunden kannst du, wenn du gut bist, 4-5 Mal hitten. Falls er zu nah kommen sollte, kann ich ihn mit einem Lava-Arm eventuell so ein bisschen abhalten. Verbrennen. Ja, gucken. Verfolgt er mich immer noch? Alter, wie lange dauert das noch, bitte? Noch ein Lava-Eimer. Cool, danke, mehr Stuff. Mann, können wir bitte nochmal getauscht werden? Sind wir die einzigen noch? Nee. Oh, er hat sich hinter dich geportet. Ja, das ist jemand anders. Ja, mit einer Enderperle. Shit. Und ich glaube, er hat keinen Schaden gekriegt. Das, was mich da. Doch, der hat Schaden genommen. Der hat Schaden genommen. Hatte? Das ist ein Dings. Ich dachte gerade, das wäre vielleicht. Ist kein Enderman. Gewesen. Nein. Es sah so aus, als wenn er keinen Schaden hat. Schneller als ich. Der hat irgendein Dings drin. Ich kann nicht mehr rennen. Okay, du bist tot. Quatsch. Oh! Okay. Du hast ihn gut mitgenommen. Er hat sich gelöscht. Das ist mir egal. Das ist so geil. Oh, er hat sich da reingeportet. Oh! Und er rennt. Oh, da ist er. Hat er dich getroffen? Nein. Hat er einen Heiltrank nach dir geworfen? Das sah aus wie ein Heiltrank. Nein, das war ein Splash Potion of Damage. Ach, krass, weil der so rot aussah. Oh, jetzt geht's los. Oh, jetzt wurde ihr getauscht, jetzt geht's los. Hex.
Oh. Oh, es ist ein Delfin. Er ist Delfin. Okay. Na dann mal weg da. Alter. Das war hart, ey. Okay, so. Ich weiß, ich hatte ein Diaschwert die ganze Zeit, aber ich hatte keine Zeit dazu, das irgendwie zu wechseln. Schlau. Oh, er ist hinter dir. Er ist hinter dir. Jo, danke, ich weiß. Ja, ich wollte es nur nochmal gesagt haben, bei mir stand das einfach so. Alter, wie viele Leute gucken hier zu? Echt? Sind das viele? Alter. Ja, okay. Mann. Frieden. Nein, lass mich nur okay, er geht jetzt auf den anderen. Oh. Nein. Lol. Getauscht. Jetzt kannst du, gib ihn. Gib ihn. Ich bin weg. Gottes Willen. Wenn die 10 Sekunden, ich kann dir noch niemals in der Zeit irgendwie schlagen. Okay. Finale. Du musst gegen den Delfin. Ja, ich weiß. Und er ist an Land. Ich weiß, was ich mache. Er ist an Land. Er ist hinter dir. Alter. Lass mich einfach in Ruhe. Der hat richtig gut getroffen. GG, oh mein Gott. GG. Alter. Wie viele Leute da sind, ey, guck mal. Boah. Alter, war dabei, der Luis Dominator. Leute, ihr seid cool, ey. Alter. Mehr Leute geht nicht, oder was? Richtig geil, ey. Okay, komm, cut, bis gleich. Bis gleich. Wusch, willkommen zurück. Ich wollte einfach auch mal so coole Geräusche machen. Okay. So, hier diese Vlog-Geräusche, kennt ihr die? So, wusch, wusch, wusch. Ja, das hat so einen magischen Effekt. Bringt voll viel. Ich glaube, links ist besser als rechts. Er ist ja dir überlassen, wo du es machst. Steht er ja bei. Weil ich glaube, mein rechtes Auge ist schlechter als das linke. Deswegen sind zwar beide scheiße, aber... Wie gesagt, ich habe das nicht bedacht. Sorry an die Leute. Achso, wir hatten eben drüber geredet, weil ich eigentlich einen Scheißdreck sehe. Weil ich halt scheiß Augen habe. Hab's halt nicht bedacht. Ich selber hab's halt ausprobiert. Hab auch ein kleines Sehproblem. Ich war auch lange Zeit Brillenträger. Jetzt geht's allerdings ohne. Ich könnte mich selber entscheiden, ob ich halt tragen will oder nicht. Lange Geschichte, kurzer Sinn. Hab nicht drüber nachgedacht, hab trotzdem die Challenge genommen, ist trotzdem ganz geil. Macht das Ganze aber schwieriger und auch interessanter dadurch. Vielleicht klappt da trotzdem. Ja, also ins Finale bin ich ja schon mal gekommen. Das war schon mal gut. Das war nicht schlecht. Boah, erstmal alles wieder aus der Leiste rausnehmen. Der Rum ist das Blut eines Piraten, ne, war das? Der Rum ist das Blut des Piraten oder, ja, des Piraten oder der Piraten. Musst du oder halt eines gucken. Piraten. Oder eines Piraten. Kannst du so, sing einfach irgendwas in der Art, so ist okay, wenn dich nicht mehr ganz dran erinnerst. Mann, lass mich hier mal bitte durch. Was sind das für scheiß Hügel? So. Boah, I will eat something. Schnell craften. Mir fällt gerade mal so auf, dass die letzte Runde, ich hatte einfach null Zeit, mich irgendwie vorzubereiten. Mich fragen gerade die Leute, ob ich die noch kenne, jetzt gerade mal so, ne, wenn wir gerade am Aufnehmen sind. Wahrscheinlich, wenn ich euch auf Freundesliste habe, werde ich euch wohl irgendwie erkennen und noch kennen. Wenn wir am Aufnehmen sind, ist das so ein bisschen schwierig, darauf zu antworten. Ich bitte euch das ein bisschen... Ah, scheiße. Das zu berücksichtigen, das wäre cool. Aber er hatte Schinken. Ja, du wurdest vom Mysterium getötet. Ja, der joint mir bei jedem Spiel hinterher. Ja, der joint uns beiden immer hinterher. Ich kenne das. Aber warum auch nicht? Ist okay. Ja. Immerhin haben wir es ja zugelassen, ne? Ja. Auch so unseren Freunden haben wir es ja auch zugelassen. Wir hätten es ja ausstellen können. Du. Hätten. Hätte Fahrradkette. So. Ey, der rennt weg. Go, Steve, reiß wenigstens mal was. Ich kann gar nichts reißen. Oh. Da komme ich nicht hinterher. Ne. Oh, der hat Schaden gekriegt. Oh, scheiße. Hä? Der muss nochmal Schaden kriegen. Der ist, glaube ich, Känguru. Ja, ich kriege ihn trotzdem. Ach so, damit der... Mit meinem Boost, genau. Wenn er Schaden kriegt und... Wie viel Speed kriegst du? Speed 3 oder so. Speed 3, dann kriegst du ihn. Ja. Ich muss halt nur rankommen.
Oh, da liegt Loot. Scheiße. Da war Loot. Ich hab vergessen, dass ich den Tracker noch im Inventar habe und ich ihn hätte so sogar nicht killen dürfen. Oh, Steve. Egal, passiert. Jetzt. Aufs Gehör achten. Boah, ich hab kein Essen mehr. Muss gucken, dass ich unbedingt noch was zu essen finde. Go Steve. Da ist ein Dorf. Da tummeln uns gerade hier zu dritt auf dem Kaktus. Fühl dich nicht unter Druck gesetzt, hier schauen, glaube ich, 5 Leute oder so zu. Ja, ist in Ordnung. Und tot. GG. Nimm dir den Helm. Ich muss jetzt mal alles wegschmeißen. Und erstmal was essen. Das mit dem Essen ist das Schlimmste, ey. Gut, dass wir da so ein bisschen eine Lockerung haben. So. Das müsste ich mich alle 3 Meter anhalten und die scheiß Inventar wieder, weißt du? Erstmal Essen reinpacken. Dann könnte ich ja nichts reisen. So ist das irgendwie so ein bisschen machbar. Ist hier eine Truhe irgendwo? Ich könnte noch da hinten. Ich könnte noch ein bisschen... Es ja, musst du auch, des Kampfes darfst du nicht mehrere haben, ne? Was denn? Auch nicht während des Kampfes Essen in der Leiste, ne? Hattest du doch vorhin gesagt. Nein, Essen, du kannst. Klar geht. Nein, dass du so das Essen, während du läufst. Und dann haben wir uns ja gesagt, während du musst quasi jemanden killen, dann nur noch ein Item. Hast du jetzt Essen unten gehabt in der Leiste? Ja, kann gut angehen. Nein, du kannst quasi es so machen. Du kannst das Essen in der Leiste haben unten. Und nur wenn du halt gegen jemanden kämpfst, musst du das hochziehen in dein Inventar. Und okay. Das dann kann killen. Ich mach das anders. Du kannst theoretisch gesehen wegwerfen. Ich hab schon eine Idee. Die ganze Zeit bei dir halten? Das ist jetzt okay. Das ist okay. Das ist sowieso immer, wir müssen das am besten vorher ein bisschen ausschmücken, dass wir das. Wir wollten das sowieso eigentlich mal machen. Dass wir vorher alles abklären. Weil das frisst immer ziemlich viel Zeit. Ja. Dass wir für die Zuschauer. Ach so, dass wir die Challenges und vorher sagen. Ja, nee, ich nehme immer Teleporter und du nimmst immer Zielsuche am Anfang. Ja, genau. Dass wir halt das Kit schon mal sagen und so weiter. Dann erklären wir schon mal alles, so schon mal für die Aufnahme. Ich und dann sag, suchen wir uns für erst die so Zukunft, die Lobby. Es wird immer zuerst Teleporter sein. Ihr seid übrigens die letzten beiden, ne? Und ihr seid ziemlich gleich equipped. Also, das wird ein. Krasses Final. Okay, du bist besser equipped. Da ist übrigens eine Dia-Hose und eine Dia-Chestplate hinter dir, ne? Und jede Menge Pfeile. Und ein Dia-Helm. Und ein enchantetes Dia-Schwert. LOL. Scheiße. Schnell weg. Ich muss den Scheiß aufheben. Oh, da ist der Helm. Und dahinter dir ist die Hose. Boah. Das war Schenken-Kit, Alter. So. Da! Geil! Da. So. Dann ist da noch ein Vergiftungstrank. Gerade keine Zeit. Okay. Muss erstmal. Nein! Wurde's getaucht? Nee. Hast du was weggeworfen, was du brauchtest? Hä, wo ist das Schwert denn auf einmal hin? Ach da. Verbrenner einfach den Rest. Ich muss gerade erstmal alles wegschmeißen. Da, jetzt nimmt der. Oh, ist der dumm? Nimmt der sich das Stuff nicht? Oh mein Gott, der ist so. Komm her. Mein Schwert geht übrigens gleich kaputt. Oh. Kill it. Oh, Steve. Hey, warum tue ich das eigentlich? Obwohl ich schon tot bin, warum habe ich noch immer den Schal um mich rum? Weiß ich nicht. Hätte ich doch dann ausziehen können. Bleib stehen. Ich krieg dich nicht. Ja! Steve hat eine Endergames-Runde gewonnen. Was ist da los? Ja. Es verändert sich die Zeiten. Ja! Ich habe Endergames gewonnen. Ja, in der Aufgabe. Steve ja. Kommt auf sein Leben nicht klar. Ich bin der Held, ey. Hat sich das Ding doch mal... gefallen hat. Lass die Bewertung da. Lass ein Like dafür da bitte, ey. Das war so geil. Ich hab gewonnen. Und das nur mit dem scheiß Schwert im Mitte. Oh, herrlich, kannst du doch stolz auf dich sein.
Schaut beim Pam vorbei, Leute, unbedingt. Schaut bei Misty vorbei. Der hat eh mit Hex gearbeitet, deswegen war das nicht legitim. Genau, genau. Also, guckt unbedingt vorbei. Ich habe mit Hex gespielt. was muss noch gesagt werden? Schreibt neue Challenges in die Kommentare. Jo. Und ich sag schon mal, haut rein, bis zum nächsten Mal. Das letzte Wort hat Pam. Tschö.